Abgeordneten der FDP ist, der mir persönlich zum ersten Mal vor 6 Jahren aufgefallen ist in einem kleinen YouTube-Video. Und dort hat er etwas gesagt, was ganz interessant war. Er hat etwas gesagt über das Geldsystem. Er hat gesagt, schaut doch mal auf die Ursache dieser Krise, schaut euch das Geldsystem an. Er ist in den letzten 6 Jahren der einzige Bundestagsabgeordnete geblieben, den ich gesehen habe, der darüber geredet hat. Und ich glaube, nachdem er nun nicht mehr im Bundestag ist, ich weiß nicht, wie viele Bundestagsabgeordnete es noch gibt. Es gibt noch ein paar andere Besonderheiten an diesem Herrn Schäffler. Er war vor seiner politischen Tätigkeit ganz normal beruflich tätig. Er ist einer Arbeit nachgegangen, ist auch nicht selbstverständlich im Bundestag. Also er hat keiner politischen Tätigkeit, sondern einer tatsächlich produktiven. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, das können Sie sich nachher auch bei unserem Standbein vor Augen ansehen, Sie können es auch signieren lassen. Und er wird einige dieser Gedanken Ihnen jetzt mitgeben. Glauben Sie mir, ich habe es mir gestern angehört, es lohnt sich sehr. Viel Spaß. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich sehe, hier ist auch im Kreisverband Kassel-Göppingen heute Vertreter, Mitarbeiter, Kundenbetreute hier, meine alte Heimat. Ich bin in Weschenbeuren, die aus dem Kreis Göppingen kommen, aufgewachsen. Also insofern freut es mich, dass die Leute hier sind. Ich möchte Ihnen ein wenig meine Sicht der Dinge darstellen, wieso ich eigentlich seit diesen Jahren eigentlich zu dieser Auffassung gekommen bin, dass diese europäische Rettungspolitik, so wird sie ja allgemein bezeichnet, wieso das eigentlich nicht funktionieren kann und wieso wir eigentlich eine viel fundamentalere Krise haben, als das gemeinhin in den Medien, in den Tageszeitungen bezeichnet wird. Im Herbst 2009, da saß ich mit einem Vorstandsvorsitzenden einer großen Bank zusammen. Da haben wir über die Finanzkrise gesprochen und da sagte er mir, Herr Schäffler, es gibt 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, um die Krise zu überwinden, ist sparen. Die zweite Möglichkeit ist Steuern erhöhen und die dritte Möglichkeit ist ein Schuldenschnitt. Ich habe damals gedacht, das ist auch schon mal ein ganz Schuldenschnitt. Hört sich schon mal ganz wild an. Aber dann ging es noch weiter, dann sagte er, die ersten beiden Möglichkeiten, das sind die unwahrscheinlichsten. Und da habe ich damals gedacht, wenn das jemand sagt, der eigentlich voll im Saft steht, der eigentlich das System von innen auch kennt, dann ist es doch vielleicht schon viel weiter fortgeschritten, als es allgemein in der öffentlichen Wahrnehmung steht. Und dann habe ich mir überlegt, woran liegt das eigentlich? Warum liegt es eigentlich, dass es in der Öffentlichkeit eigentlich keine breite Diskussion darüber gibt? Warum engagiert sich dieser Mensch nicht für ein besseres System, für ein besseres Geldsystem? Und die Ursache ist eigentlich, dass er, wie wir alle, irgendwie im Hamsterrad ist. Er muss seine Quartalsberichte erfüllen, seine Vergütung, seine variable Vergütung hängt davon ab, dass er ein ordentliches Jahresergebnis erzielt. Also das heißt, er kommt gar nicht aus seinem Trott heraus, selbst wenn er es wollte. Und so geht es natürlich irgendwie jedem, auch in seiner beruflichen Situation. Der eine arbeitet in der Exportindustrie, in der Automobilindustrie zum Beispiel, die zurzeit auch tendenziell von einem stabilen Euro profitiert, von einem niedrigen Euro vielleicht sogar auch kurzfristig profitiert. Der Häuslebauer profitiert davon, weil er sich einfach viel mehr Haus leisten kann, als wenn die Zinsen bei 5% oder 6% wären. Der Finanzminister, die Politik profitiert davon, weil sie plötzlich viel mehr Schulden machen können und trotzdem weniger zahlen müssen. Da finden Verteilungskämpfe viel, viel weniger statt, als wenn das 7-8% Zinsen wären. Damit können auch viel, viel mehr Kommunen beispielsweise überleben, die schon längst sonst hätten die Hand heben müssen oder zum Staatskommissar gehen müssen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wir haben das Ruhrgebiet, vor unserer Haustür in Ostwestfalen-Lippe, da gibt es ganze Kommunen, die faktisch seit vielen Jahrzehnten pleite sind und die leben aktuell nur davon, dass sie Kassenkredite, also
Dispo-Kredite letztendlich zu Niedrigstkonditionen faktisch unbegrenzt aufnehmen können. Ja, und wären die Zinsen eben 3-4% höher, dann wäre relativ schnell zack und düster. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele, die eigentlich ein Interesse daran haben, dass das so weiterläuft. Und sie machen sich aber eigentlich keine Gedanken darüber, was sind eigentlich die Ursachen dieser Krise. In der Öffentlichkeit reden wir ja sehr häufig über die Symptome der Krise. Ja, die, was weiß ich, dass die Banken falsch arbeiten, dass sie, ja, dass wir alle Schulden machen. Ja, das sind ja eher die Symptome der Krise. Die Ursache der Krise hat aber etwas mit unserem Geldsystem zu tun. Und dieses Geldsystem, das beruht nicht auf dem Glauben von vielen, dass sie sparen, etwas zur Bank bringen. Ja, die Bank ihnen dafür einen Zins bezahlt, im Idealfall ist jetzt auch vorbei. Und dass die Bank dann dieses Geld weiterverleiht mit einer Marge an einen Kreditnehmer, an einen Mittelständler oder an eine Privatperson und daraus sie dann ja, ihre Erträge erzielt. So funktioniert die Geldproduktion und die Kreditvergabe nicht. Sondern die Kreditvergabe funktioniert faktisch so, dass die Bank auf den Knopf drückt. Ja, es findet kein Sparvorgang auf der anderen Seite statt. Sie drückt auf den Knopf und produziert damit Geld und Kredit. Ja, und so entsteht eigentlich Geld im Wesentlichen in unserer Gesellschaft. Und das nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern inzwischen weltweit. Ja, die Amerikaner, die Japaner, die Chinesen, alle produzieren so Geld. Geld ist letztendlich Kredit. Und immer dann, wenn billiges Geld produziert wird, das wird letztendlich durch die Notenbanken, durch ihre Notenbankzins angeregt oder gesteuert, mittelbar gesteuert und durch andere geldpolitische Maßnahmen, immer dann, wenn Investoren merken, dass ja, ihre Investitionen nicht von dauerhaft rentierlich sind, dann ziehen sie sich daraus zurück. Und dann platzt diese Kreditblase. Und das haben wir jetzt in jüngster Zeit 2007, 2008 erlebt, 1987. Und diese Einschläge, die wir in den Börsen erleben, die nehmen eben in jüngster Zeit enorm zu. Und das zeigt eben, ja, der Vergleich eben der wesentlichen Börsenindizes auf dieser Welt eben in deren Korrekturen. Ja, das sind historische Börsenblasen, die es historisch immer gegeben haben. Wie Sie sehen, auch im 19. Jahrhundert hat es sie schon gegeben. Aber sie nehmen eben im 20. und 21. Jahrhundert zu, weil Investitionen stattgefunden haben, die sich eben als nicht rentierlich erwiesen haben und die sich dann anschließend dadurch korrigieren, dass sich die Investoren aus diesem Prozess zurückziehen. Und da sie alle auf einmal im Herrentrieb das tun, dann führt das eben dazu, dass die Börsencrashs stattfinden, so wie wir das eben auch in jüngster Zeit immer erlebt haben. Aber immer dann, wenn das stattfindet, dann findet das statt. Nämlich, dass die Notenbanken ihre Zinsen reduzieren, ihre Notenbankzinsen reduzieren. Denn die Notenbanken haben immer eine große Angst, dass nämlich die Konjunktur einbricht. Und wenn die Konjunktur einbricht, dann bricht eben im Kern auch die Kreditblase zusammen. Das ist letztendlich ein Ausdruck dieses Konjunktureinbruchs, dass eben dass Insolvenzen dazu führen, eben, ja, dass Banken in Schieflage geraten und dann eben Banken auch vorsichtiger sind, dadurch weitere Kredite an andere Banken oder an Industrien zu vergeben. Und deshalb reagieren die Notenbanken historisch weltweit immer damit, dass sie die Zinsen immer weiter gesenkt haben. Ja, also 1970 war es 7% im Durchschnitt. Und heute sind wir faktisch bei Null. Ja, bei allen großen, das ist eine Zusammenfassung aller großen Notenbanken dieser Welt. Das heißt, jetzt
sind Notenbank faktisch mit ihrem Latein am Ende. Man kann den Zins nicht mehr weiter reduzieren, also zumindest praktisch, theoretisch kann man natürlich alles, aber praktisch kann man ihn nicht weiter reduzieren und deshalb gehen Notenbanken jetzt dazu über, sogenannte unkonventionelle Maßnahmen zu betreiben. Ja, sie versuchen jetzt, nachdem der Zinszügel nicht mehr funktioniert, sogenannte unkonventionelle Maßnahmen zu machen. Das ist ja eigentlich so Orwellsche Neusprech. Ja? Also wenn man, das klingt so angenehm unkonventionell, das klingt so ein bisschen, naja, so aus der Not heraus geboren, aber doch positiv. Aber letztendlich ist das nichts anderes, als die Notenpresse anzuschmeißen. Ja, die Notenbanken versuchen im Kern, den Kreditfluss wieder in Gang zu setzen, indem sie ja, die schlechten Papiere, die Wertpapiere vom Markt zu beseitigen, zu neutralisieren, wegzunehmen. Ja, denn Banken haben ein Problem, insbesondere in den südeuropäischen Ländern. Sie haben eben Kredite vergeben für Immobilien und das hat eben durch den niedrigen Zins zu einer großen Immobiliennachfrage geführt. Da sind ganze Kapazitäten aufgebaut worden an Industrien, Bauindustrie, ja, ganzen Baunebengewerke. Ja, bis in meine heutige Heimat, ich wohne heute in Ostwestfalen-Lippe, wir sind so das Herz der deutschen Küchenmöbelindustrie. Und ja, immer wenn Häuser gebaut werden, werden natürlich auch neue Küchen gebraucht. Und das heißt, immer dann, wenn das nach oben geht, dann werden natürlich auch im Kreis Herford, wo ich jetzt wohne, auch die Kapazitäten der Küchenmöbler entsprechend ausgeweitet. Werden neue Hallen gebaut, werden neue Fertigungsstraßen gebaut, werden Mitarbeiter eingestellt. Aber dann, wenn keine Häuser mehr gebaut werden, dann werden halt auch keine Küchen mehr eingebaut. Und so war es vor ein paar Jahren, als ich in einer Versammlung war, in der Küchenmöbelindustrie bei uns, da sagten die, ja, der wichtigste Auslandsmarkt, die Niederlande, der sei plötzlich eingebrochen. Da haben wir gedacht, ja, woran kann das denn wohl liegen? Ja, die Ursache war, dass auch die Niederlande eine Immobilienblase hatten, ja, die dann zusammenbrach und jetzt wurden halt in den Niederlanden keine neuen Häuser gebaut, also auch keine neuen Küchen eingebaut. Also Sie sehen, das, was an Nachfrage geschaffen wurde durch den niedrigen Zins, das betrifft nicht nur die Bauindustrie oder das betrifft nicht nur den Kreditnehmer, sondern das betrifft eben ganz, ganz viele Nebengewerke plötzlich auch, die eben ins tiefe Ostwestfalen-Lippe auch hineinreichen, eben nicht nur in Spanien, sondern oder nicht nur in den Niederlanden, sondern eben, das ist ein in der vernetzten Wirtschaft eben ein globales Problem. Das heißt, es führte eben zu einer erhöhten Nachfrage nach Immobilien und auch nach Immobilienkrediten und das führte wiederum dazu, dass die Immobilienpreise angestiegen sind, damit auch die Beleihungswerte dieser Immobilien. Aber als die Platze platzte, ist letztendlich, sind die Beleihungswerte und die Immobilienpreise gesunken, aber die Kredite waren nach wie vor so hoch. Das heißt, die Kreditnehmer waren überschuldet, waren teilweise auch arbeitslos dann durch die Krise und sie konnten letztendlich diese Kredite nicht weiter bedienen. Und das führte unterm Strich dazu, dass die Banken, die spanischen Banken, ihre Kredite abschreiben mussten, also wertberichtigen mussten. Und als sie die wertberichtigen wollten, haben sie festgestellt, sie haben nicht genug Eigenkapital. Und eins haben die Banken nicht Eigenkapital. Und das ist das Kernproblem eigentlich der Krise, die wir ja, in wesentlichen Teilen Südeuropas haben, dass wir eben durch die Immobilienkrise nicht ein Problem einer einzelnen Bank oder einer einzelnen Bauträgerfirma haben, sondern es ist eben ein systemisches Problem eines ganzen Landes oder mehrerer Länder. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig aufzufangen. Und um das nochmal zu demonstrieren, will ich Ihnen zeigen, wie es eigentlich zu dieser Krise kam. In Amerika hatten wir auch eine Immobilienkrise in der gleichen Zeit, 2007, 2008 platzte das. Und links zeigt eben im Kern die Entwicklung ja, der Bankkredite und der Geldmengenentwicklung in Amerika
zwischen 1997 oder 98 und 2008, 2009, 2010, also als dann die Blase platzte. Das waren relativ gute Jahre für Amerika, denn in dieser Zeit hat das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung in Amerika, in diesen 10 Jahren um 30% zugenommen. Ja, war ganz ordentlich. Die Geldmenge hat aber in der gleichen Zeit 120% zugenommen und die Kreditmenge hat um 140% zugenommen. Also das heißt, in dieser guten Phase hat man eigentlich ja, das Wirtschaftswachstum auf Schulden aufgebaut. Das war schuldenfinanziert. Und als dann 2008, 2009 die Kreditblase zusammenplatzte, das ist oben der Knick, halt, ich habe da ist die Kreditblase zusammengeplatzt und ab diesem Zeitpunkt hat die amerikanische Notenbank die Zinsen nochmal gesenkt. Ja, sie wollte eigentlich die Korrektur zum Guten nicht zulassen und hat eben noch mehr Luft reingepumpt ins System. In der Hoffnung, irgendwann könnte man hier von hier unten nach hier oben das Delta schließen. Und das ist natürlich unmöglich. Das wird es nicht geben, ohne eine fundamentale Veränderung. Ja, also im Kern versucht man jetzt eigentlich, ja, das auf diesem Niveau hier weiterzuführen. In der Hoffnung, irgendwann wird sich das eben auswachsen. Und das kann sich eben nicht auswachsen. Und hier im Euroraum ist natürlich nicht wesentlich anders. Ja, da ist die wirtschaftliche Entwicklung sogar noch schlechter gewesen, um 20%. Die Geldmengenentwicklung war 130% und die Kreditentwicklung war 160%. Also wir haben eigentlich das gleiche Problem. Das könnte man mit allen wesentlichen anderen Volkswirtschaften genauso machen. Das ist ein Problem eben globaler Art und hat eben mit der Art der Geldproduktion zu tun, die ich Ihnen vorhin geschildert habe, ja, die letztendlich mit billigem Geld erzeugt wird. So, und jetzt haben die Notenbanken natürlich ein Problem, das habe ich gerade schon geschildert. Sie können den Zins nicht weiter senken. Und deshalb versuchen sie eben, ja, die Schrottpapiere aufzukaufen. Draghi, der EZB-Präsident, der sagt das natürlich nicht so deutlich. Ja, wenn er sagen würde, dann würde das zu einem Vertrauensverlust führen und das will er natürlich nicht, sondern er will ja suggerieren, dass er der starke Mann ist und alles im Griff hat. Und deshalb sagt er, ja, die Schrottpapiere kaufen wir nicht auf, wir kaufen die besten Papiere auf. Und wir machen nur eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen, in Zypern oder auf Griechenland, da machen wir eine Ausnahme. Aber sonst kaufen wir nur die besten Papiere auf. Und das ist natürlich absurd. Ja, wenn man die besten Papiere aufkaufen würde, die sind ja nicht das Problem. Sind ja die schlechtesten Papiere das Problem. Die müssen ja weg. Ja, die belasten ja die Bilanzen der Banken. Und die führen ja dazu, dass die Banken nicht so richtig wissen, was bringt die Zukunft. Deshalb werden Sie sehen, im Verlauf der Entwicklung wird Herr Draghi seine Meinung auch nochmal dahingehend ändern, wie er das ja schon so häufig macht. So, letztendlich macht er das dadurch, dass er die Notenbankbilanz ausweitet. Im Kern druckt er Geld. Das ist hier die Bilanzentwicklung der Europäischen Notenbank. Und Sie sehen, im Jahre Mitte 2012, also als ESM verabschiedet wurde, das hat letztendlich zu einer Stabilisierung erstmal der Lage beigetragen, weil die Investoren gesagt haben, naja, wenn wir jetzt ein ESM haben, dann ist ja eigentlich bewiesen, dass alles gerettet wird, was auf dem Markt ist. Wenn irgendeine Bank pleite geht, dann wird sie gerettet. Das haben wir ja auch in Mitte 2013, glaube ich, in Zypern gemerkt. Ja, Zypern wurde ja auch gerettet, eine halbe Insel, 800.000 Einwohner, kleiner als die Hamburger Sparkasse ist, deren größte Bank. Also da kann man nicht wirklich annehmen, dass das System relevant für den Euroraum als Ganzes war, aber selbst die hat man gerettet. Und deshalb war eigentlich das Signal nach draußen, dass alles gerettet wird. Und deshalb hat sich die Lage eben auch für die EZB vorübergehend entspannt. Ja, also die Bilanzung ist dann wieder zurückgegangen. Aber jetzt hat der Draghi durch eine überraschende Ankündigung eben angekündigt, dass die Notenbank wieder auf dieses Niveau gehoben werden soll. Und das will er jetzt in den nächsten Monaten machen. Er sagt zwar, dass er jetzt nur Unternehmensanleihen oder Pfandbriefe, also mit Immobilienkrediten hinterlegte Wertpapiere, aufkaufen will, aber
schon oder pfeift schon die Spatzen von den Dächern, dass das natürlich nicht reichen wird, sondern er muss auch Staatsanleihen kaufen, um wieder auf das alte Niveau zu kommen. Also ein Staatsanleihen sind ja nichts anderes als die Schulden des Staates. Also wenn Deutschland Schulden macht, dann gibt es Wertpapiere, Staatsanleihen, ja, die dann normalerweise Sie in Ihren Lebensversicherungen haben oder was weiß ich wo. Und die will er natürlich nicht kaufen, sondern er kauft natürlich die Staatsanleihen von Griechenland, von Zypern, von Spanien, weil deren Problem ist ja, dass die immer, wenn Krisen entstehen, deren Renditen ansteigen. Also das Vertrauen in diese Anleihen dann schwindet und dann werden sie einfach teurer. Ja? Dann müssen die einfach mehr bezahlen für ihre Anleihen. Und das will er natürlich nicht, weil das die ganze Rettungslogik konterkariert. Ja? Wenn die Griechen jetzt 7% wieder zahlen müssten oder müssen für ihre Anleihen, ja, dann wird es natürlich noch schwieriger für die, auf einen grünen Zweig zu kommen. Und deshalb versucht er, dass die Zinsen Griechenlands auf dem Niveau der deutschen Zinsen sind. Und das erreicht er entweder durch seine Zinspolitik, oder dass er mit seinen Parteien am Ende, oder das erreicht er dadurch, dass er die griechischen Anleihen am Markt kauft. Ja, und je mehr er kauft, umso mehr ist eben kann er auch den Zins drücken. Aber irgendwann stellt sich der Markt drauf ein und dann muss er halt immer mehr kaufen, dann ist er irgendwann im Masterrat. Also das ist ein Plan, was Herr Draghi jetzt tatsächlich vorhat. Das heißt, wir kommen jetzt wieder in eine Phase der Intervention oder der größeren Intervention. Und Sie sehen das auch an dieser Grafik, dass wir nach wie vor eigentlich auf dem Höhepunkt der Krise sind. Das zeigt, wenn wir das jetzt auch einen Wegweiser-Index, das zeigt, dass jetzt die Abweichung der Börsenkurse zu den Fundamentalwerten der Unternehmen nach wie vor historisch sehr, sehr hoch ist. Das war das Platzen der Dotcom-Blase 2000, 2001. Ja, das war so der Höhepunkt. Das hier ist die Subprime-Krise 2007, 2006. In dieser Region war es, dann hieß der ab. So, und auf diesem Niveau sind wir nach wie vor. Ja, das heißt, es ist eigentlich nicht besser geworden, sondern man hat eigentlich nur Zeit gewonnen im Verlauf. Und deshalb sind eben auch weitere Einschläge zu erwarten. Das ist nur, wenn Sie mich fragen, wann, weiß ich das natürlich auch nicht. Aber wir sind nach wie vor eben in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die Frage ist, wozu führt dieses billige Geld? Ja? Und da will ich eine andere These vertreten, als das vielleicht auch teilweise hier im Raum vertreten wird. Ich glaube nicht, dass der Euro so kurzfristig kollabiert, sondern ich glaube eher, dass dieses billige Geld der EZB zu einem anderen Wirtschaftssystem führt. Denn dieses billige Geld, das korrumpiert. Es führt eben zu stärkerem Interventionismus. Immer dann, wenn Banken gerettet werden, dann versucht der Staat eigentlich neue Regeln zu schaffen. Er will verhindern, dass das jemals nochmal wieder passiert. Also der versucht, die Banken noch stärker in die Kandare zu nehmen, sie stärker zu überwachen über die Bankenaufsicht, neue Standards, Regelungen zu schaffen, mit dem Ziel, dass er die wieder stattfindet. Aber wer kann das machen dann am Markt? Können das die kleinen Banken machen? Kann das die kleine Volksbank machen vor Ort? Kann das, die Sparkasse Böcking ist eine große Sparkasse, aber kann das eine kleine Sparkasse machen? Nee, können die nicht. Oder eine kleine Privatbank. Ja, irgendwann, ich habe eine Volksbank bei mir in Schlangen, die hat eine Bilanzsumme von 170 Millionen, das ist nicht viel für eine Bank. Die betreuen nur ihre 7000 Einwohnergemeinde mit dem Mittelstand, der da ist. Ja, da wird irgendwann der Vorstandsvorsitzende zu seinem Aufsichtsrat gehen müssen und sagen, geht nicht mehr. Ja, ich kann, jetzt muss ich schon der BaFin berichten und der Bundesbank, bald muss ich vielleicht der EZB berichten oder der Europäischen Bankenaufsicht, der EBA und alles umsonst. Ich brauche noch 2-3 Mann, um das alles abzuwickeln, das schafft man nicht. Und dann hat er eigentlich nur eine Möglichkeit, er kann den Geschäftsbetrieb aufgeben oder er kann fusionieren. Ja, dann fusionieren die und irgendwann haben sie es geschafft. Dann können sie die Hand heben und sagen,
ich bin systemrelevant. Ja, und dann kann man den Steuerzahler erpressen und die Politik erpressen. Das ist im Kern das, was ja in der Finanzkrise stattfindet. Ja, dass im Kern die Banken ja, mit dem Blick in den Abgrund den Steuerzahler und die Banken und den Sparer erpressen. Und das ist dann eben zusätzlich möglich. Also diese Regulierungswut, die führen nicht zu mehr Wettbewerb und zu mehr Einheiten, ja, sondern zu weniger Wettbewerb. Es gibt weniger Marktteilnehmer. Und das ist eben tendenziell nicht gut. Und das macht man ja nur, damit die Insolvenz nicht stattfinden kann. Ja? Aber eigentlich ist die Insolvenz in einer Marktwirtschaft ja das beste Regulierungsinstrument. Ja, wenn ein Unternehmen pleite geht, ein Handwerker insolvent wird, naja, dann wissen alle anderen Marktteilnehmer, dass man das nicht so machen sollte. Ja, die werden sich entsprechend verhalten, vernünftiger verhalten. Sie gehen nicht so große Risiken ein. Ja, sie versuchen gerade dieses Schicksal zu umgehen. Und wenn man das nicht zulässt im Bankenbereich, ja, dann verhalten sich halt alle Marktteilnehmer, alle Banken.